So, willkommen zurück bei Prey. Und ich komme. Er kommt und wir gehen. Und zwar gehen wir, wohin gehen wir? Ich hoffe, ich habe jetzt hier auch was bekommen, wo ich da Hallo. Irgendwo rein kann. Genau. Was haben wir? Ich gucke nochmal ganz kurz hier drin, ob wir irgendwas hier haben. So Mimik-technisch. Sieht nicht so aus. Entriegeln wir die ganze Nummer mal. Ich muss auch, tut mir leid, ich muss auch eben noch speichern. Das hatte ich vorhin nicht gemacht, damit wir hier auch in Harmonie weiterspielen können. Was haben wir hier für ein Operator disabled? Wir müssen ein Passwort eingeben. Aber das klappt doch eigentlich relativ gut mit dem Hacken, oder? Hier, nee, klappt nicht. Hier brauche ich Level 2 für. Okay. Draußen ist wieder Lernprogramme. Was haben wir hier für Programme? Bereichskarte. Die nehmen wir natürlich mit, die Bereichskarte. Ja. Nicht so viel gebracht, ne? Aber auch doch, hier haben wir eine andere Ebene. Ja gut, okay, die haben wir eh schon komplett entdeckt. Da müssen wir dann wahrscheinlich runter. In dem Bereich. Wir gucken mal, ob es neue E-Mails gibt. Gibt es auch nicht. Besatzungsmitglieder müssen wir hier eigentlich jemanden suchen. Show. Finde das Besatzungsmitglied, die hängt ja irgendwie draußen ab oder am. Deshalb hier suchen. Ja. Okay. Weiß ich auch nicht. Die nehmen wir uns mit und die nehmen wir uns nicht mit. Aber wir nehmen uns definitiv die Schuss mit. Und was habe ich jetzt gerade genommen? Die Pistole, ne? Wieder gucken. So ätzend. Muss ich nämlich schon wieder gucken, dass ich hier ein bisschen Platz mache. So, und zwar habe ich sie mitgenommen und werde jetzt die Schrotflinte zerlegen. Ja, die will ich zerlegen und die will ich auch zerlegen. Die Pistole. Was will er denn hier? Zerlegen. Okay, wo habe ich denn die andere Pistole? Die hier. Feuerkraft, Magazinkapazität. Effektive Reichweite, die könnten wir noch erholen. Hier brauche ich einen Perk für. Mit der Feuerkraft. Nehmen wir lieber den, wenn ich wieder aus Versehen einen Schuss drücke. Was, ach, hier haben wir, können wir auch noch was machen. Zentral. Ah! So. Kritischer Tunfehler. Vorsichtig, das ist auch alles hier relativ laut. Ich betrete den jetzt einfach. Mikrogravitation entdeckt. Datenspeicher. Oh 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 oh. Mikrogravitation. Hier sind die ganzen Nester. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Hier sind auf jeden Fall jede Menge. Was haben wir hier denn noch? Terminal. Mehrere Ziele. Warum muss ich ans Terminal? Da oben. Ich würde das ganz gerne nochmal jetzt, bevor ich mich hier durchschlage bei den ganzen Nestern und Webern, würde ich das gerne nochmal kontrollieren. Und ah, ich habe den Anzug an. Schwerkraft. Normal. Und gucken, warum ich hier... Hallo. Warum ich hier ans Terminal muss, hier oben? Bewege mich. Anscheinend habe ich hier noch ein Ziel. Wartet mal, wie kam ich denn jetzt nochmal hoch? Ich bin gerade komplett verwirrt. Wie kam ich hier nochmal hoch? Hier, ne? Ja, genau. Hier ist ja auch das Treppenhaus. Hier ist noch der Operator. Was bist du nochmal für eine Technik? Technik habe ich jetzt erstmal satt. Oh, Minix! Kleiner Mimik, du. Ja, komm her, komm her. Rock, Mimik. Oh.
auf jeden Fall Munition gebracht. Hier war noch irgendwo ein Mimik. War das die Lampe? Ja. Ah, da. Ah, Schrot kannst du mir gerne die ganze Zeit geben. So. Nicht wirklich. Da ist mir jetzt nicht wirklich ein Respawn gekommen, oder? Ach nee, das war das Geschütz. Okay, ich dachte schon. So. Warum zeigt er hier drauf? Tracking-Armband. Was muss ich denn jetzt hier machen? Jetzt bin ich komplett überfragt. Welches Quest ist das denn überhaupt? So. Jetzt alles zurück zum Anfang. Auf KF. Finde das Festplattenlaufwerk, Datenbankzentrale. Alles klar. Sagt er mir hier zufällig Ziele, Datenbankzentrale. Ich habe den Fabrikationsplan für meine Zündschüttel auf ein Festplattenlaufwerk irgendwo in der Datenzentralspeicherungssystem der Datenzentrale versteckt. Ich muss das Festplattenlauf wieder an das System anschließen und anmelden. Dann kann ich den Plan von einem Arbeitsterminal in der Kommandozentrale herunterladen. Alex hat mich eingesperrt, als ich herkam. Deshalb muss ich den Weg nach draußen finden, wenn ich hier fertig bin. Hier muss ich das finden. Ring auf der Talos. Ich guck mir das nochmal auf Karte ansehen. Datenbankzentrale. Aktiviere Grand Lockbook Tracking Armband. Okay. Verärgerter Mitarbeiter. Finde das Festplattenlaufwerk. Die beiden müssen hier sein. Hauptquest und verärgerter Mitarbeiter. Jetzt gucke ich mal, verärgerter Mitarbeiter. Steht hier. Ah! Angestellter 1129. Okay. Ja, ich will ihn finden. Okay. So. Wenn man charmant drüber springen. Kann ich eigentlich auch hier runterspringen oder tut mir das jetzt weh? Jens mal, nein, hier kann ich ja eigentlich drauf springen. Sollte das okay sein? Ich muss jetzt mehrere Ziele, hier oben habe ich nichts mehr. Jetzt nur ein dicker Knopf, irgendwie sowas. Hallo. Ja, jetzt probieren wir mal. Mikrogravitation entdeckt. Mehrere Ziele da oben. Was kann ich hier wohl machen? Kann ich immer scannen? Keine Daten. Habe ich hier? Das ist ein... das will ich mir jetzt am liebsten angucken. Ich guck mal, was passiert, wenn ich... Ich habe total die gute Idee. Nee, habe ich nicht. Also die Idee ist nicht wirklich gut, aber sie ist interessant. Und wenn ich sage, ich habe eine interessante Idee, dann werde ich jetzt immer schnell speichern, weil ich habe schon mitgekriegt. Achte. Wie lange halten die sich wohl? Verfolgt mich aber ganz schön. Das wird nichts, Dennis. Das wird nichts. So. Das war eine scheiße Idee. Ich halte einfach mal daran fest. Trotzdem brauche ich. Wir machen das jetzt auch. Ich weiß auch nicht, aber das. Ich bin ja eher so ein Klassiker. So.
Zack. Ah, die hätte ich ja wohl gerne mal gekriegt hier. So, was macht ihr jetzt hier? Jetzt komm, verfolgt mich genauso wie gerade in einer Linie und schwirrt jetzt nicht so doof hier rum. Zack. So. Bin nämlich einfach nur neugierig, was man hier machen kann. Laufwerk. Abkammer. Kein Laufwerk gefunden. Ja, das war ja schon mal Blödsinn jetzt hier. Okay, welches Laufwerk können wir denn hier finden? Hier liegt auf jeden Fall noch was rum. Hier hätten wir... Oh, bitte nicht, ey. Weber. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wo muss ich jetzt hin? Das Spiel lässt mich halt auch so oft sterben. Ich probiere es einfach. Vielleicht komme ich da hin, ohne irgendwas zu tun. Ich höre was. Voll nicht gut. Nicht fast entdeckt, oder? Aber ich habe... Warte mal. Mana, Vitalwerte kritisch. Ah, guck mal an. Hier kann ich... das ist vielleicht nicht so schlecht. Vitalwerte kritisch. Vielleicht sollten wir uns mal hier so ganz schlank eine Schinkentomate reinhauen. Reicht das jetzt schon, dass ich auf grün bin? Und jo, Pufferschell. Wo muss ich damit hin? Folgen die mich jetzt? Machen wir jetzt mal Kamikaze hier. Mist. Die verfolgen mich doch, oder? Datenserver. Da kommt jede Menge an. Aber die zerplatzen dann auch irgendwann mit der Zeit, oder? Der Apfel hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Den muss ich reindrücken. So, den habe ich doch jetzt hier rein gemacht. Und nun? Den hat er gefressen, oder? Herstellung mit Hilfe Digga und Koppel. Alles klar. Laufwerk installiert. Gut gemacht. Ich hatte schon Angst, das Festplattenlaufwerk wäre beschädigt. Auf Chief Shows Arbeitsterminal können Sie den Fabrikatorplan herunterladen. Dann stellen wir einen neuen Zündschlüssel her. Sehr gut. Das ist für meine Neuromods.
Jetzt ist natürlich noch die Frage aller Fragen, was ich hier noch machen kann. Bevor ich jetzt hier wild rumschwirre, hat mich doch einer entdeckt wieder, oder? Weg hier. Wartet. Die suchen mich. Mehrere Ziele habe ich da. 64. Die mich schon wieder entdeckt. Ist das der Weber diesmal, der mich entdeckt hat? Muss noch mal einmal gucken, was ich hier noch machen kann. Hier war doch irgendeine Quest jetzt noch. So. Ebene 2. Das ist das Hauptquest, aber ich konnte hier noch eine machen. Und zwar, welche konnte ich denn noch machen? Ziele. Auf Karte. Finde Grand Lockwood. Außenbereich. Der ist im Außenbereich. Mag das sein? Außenbereich ist der. Finde Grand Lockwood. Und hier, Datenbankzentrale, habe ich nur Herstellung mit. Dann muss ich hier raus. Dann muss ich einfach nur hier raus. Da kommt was hinter mir her. Schwerkraft normal. Die kommen jetzt hoffentlich nicht hinter mir her. Download Station da oben. Meine Anzug-Integrität und alles ist schon auf. Achtung! Ja. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich lege das ein. Reparatur abgeschlossen. Alles klar. Das hätte ich auch gerne hier gemacht. Warum kommt die Musik? Hebelkraft 3. Wir gucken gleich. Oh, was ist hier denn wieder los? Da ist doch einer. Da war doch einer, habt ihr gesehen? Hallo, Dr. Hume. Ja. Was, ja. Mimik ist auch da. Das ist ein Mimik. Kleiner Mimik, ey. Bist du hin? Mimik? Weg? Nee. Die Biester sind auch nicht weg hier. Hier muss ich Dateien. Das sind Schlüssel. Ausgefallen. Morgen. Alex hat sie eingesperrt. 3431 habe ich hier. Kann von hier nichts gegen die Verriegelung tun. Aber ich habe versprochen, ihnen zu helfen. Hören Sie zu. Die Datenzentrale besteht aus mehreren Datenspeichermodulen, die von der Station abgeworfen werden können. Das ist ein redundantes Backup-System. Das ist Ihr Weg nach draußen. Sehen Sie auf meinem Arbeitsterminal nach. Dort ist ein Hilfsprogramm, das einen der Speicher öffnet. Sobald Sie drin sind, suchen Sie nach der manuellen Entriegelung. Dann ist Ihr Arsch im Weltraum, so wie meiner. Wenn es Ihnen gelingt, reinzukommen, schulden Sie mir was. Bringen Sie den Hurensohn um, der Abby wehgetan hat. Sonst suche ich Sie heim. Okay, das Strohpatron kann ich nicht bauen. Neuromods, warum kann ich... Weiß ich auch nicht. Ach, das musste ich in der Lobby. Töte den falschen Koch. Meine Güte. Was ist das denn für ein... Ich muss den Koch töten. Okay. Interessant.
Ich entscheide mal ganz kurz, was ich jetzt überhaupt mache. Und zwar Ziele. Schlüssel zum König. Stelle, das ist die Hauptgeschichte. Ah, hol dir Alex den Schlüssel. Abortorium, da muss ich hoch. Öffne den Datenspeicher. Das ist die Datenzentrale. Hier bin ich doch. Ausgeworfen. Entriegelt. Muss ich jetzt nochmal zurück? Einmal nochmal auf die Karte. Ja, Ebene 1. Jetzt muss ich. Jetzt aber Ebene 2. Datenspeicher. Jetzt muss ich hier rüber. Das ist dann in dem großen Raum dann wahrscheinlich. Und ja gut. Datenspeicherzugang. Tracking-ID haben wir. Schon ganz schön tricky hier. Ladungspläne, Schatzkarte, die haben wir. Ladungspläne haben wir. Zurück, E-Mails. Morgen, lies mich. Okay. Eines noch. Falls kein Sauerstoff mehr. Falscher Koch entflohen. Volontär. Luca Gulukin. Verfolgen. Über Sicherheitsstation in Volontärenquartier. Neuromod-Abteilung. Er darf nicht davon kommen. Ja. Wie komme ich jetzt da hinten rein? Muss ich jetzt echt ein... Wo war dieser... Dass der jetzt gleich hier hochkommt. Dateien. Da ist auch nichts Neues. So, wie würde ich hier reinkommen? So nicht. Ich komme. So komme ich nicht hier. Brauche ich Hebekraft 3. Wie könnte ich noch hier reinkommen? Ohne jetzt einen Neuromod zu verbaseln. Hier oben könnte ich noch hier reinkommen. Schaffe ich es vielleicht hier hochzukommen? Ich habe jetzt auch... Bewege mich! Nee. So hoch kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier neuromod-technisch mal was machen. Wir haben 7 Stück. Techniker. 6! Ach, komm, Augen zu und durch, ey. Ja... Bin ich jetzt hier rausgefallen? Doch, ne? Oh. So. Muss ich wahrscheinlich den reparieren? Kann ich dich reparieren? Ja. Oh, mach hin. Wen haben wir denn hier? Den Andrew. Kann ich dem Andrew? Ich hab doch jetzt Hebelkraft 3. Warner. Vitalwerte kritisch. Meine Fresse nochmal. Entschuldigung. Hatte ich nicht so viele Medipacks mehr gebaut? Doch, hier, ne? Den nehmen wir. Und wir nehmen noch ein Zitronentörtchen. Mach mal auf. Und ich probiere jetzt den. Nee. Ach so, ne?
noch einer. Wer ist denn da noch? Oh, ein Weber. Sehen. Was bist du denn hier für ein Kollege? Okay, 58. Weber. Wie schalten wir die Weber aus? Ich muss hier... Scan abgeschlossen. Immunität EMP. Psychoschock. Nullwellen. Nullwellen, das würden wir... Und was ist Psychoschock eigentlich nochmal? Neuromods. Psychoschock. Telepathie. Ja, jetzt habe ich natürlich noch ein Neuromod. Das ist vom allerfeinsten. Psychoschock. Habe ich drinne. Psi habe ich noch 35. Der verbraucht... Ja, mal schauen. Neue Psi-Fähigkeit. Na! So. Psychoschock. Ja, hat ja mega viel ge... Guck mal, der kriegt nichts abgezogen. Kuhstrahl. Ach, der hat wieder einen. Ach ja, ey, ist ja... Dieses Spiel ist hart. Hoffentlich habe ich... Mir egal. Das ist der Weber. Psychoschock und ich brauche auf jeden Fall nochmal mein letztes Plättchen brauche ich hier. Der kann den, ich glaube, auch nochmal wiederbeleben, ne? Habe ich dir gegeben, jetzt haust du ab. Und jetzt nehme ich den und wo bist du hin? Wo bist du hin? Mist. Ganz auf das Spiel klar, muss ich gestehen. Das ist mir also. Das ist nicht so gewöhnt, dass ich so oft durchtauschen muss und. Wie würde ich das so mit einer Waffe machen? Habe ich den denn schon gescannt? Scan abgeschlossen. Jetzt sehe ich ihn zum. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay, wir merken uns vor, Weber Q-Strahl abspeichern. Das hat wirklich jetzt gut geklappt. Das muss ich, kann ich nicht anders sagen. Weber Q-Strahl im Hinterkopf behalten. Das ist auch nichts mehr. Was konnte ich hier denn jetzt eigentlich machen? Ich muss hier irgendwo raus, ne? Ja, Medkits sind natürlich nicht mehr da gerade. Sind ausverkauft. Brauchen wir ja auch kaum in dem Spiel. Die können wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Doch, die können wir nehmen. Sehr schön, wir haben wieder Schrot und ein Neuromod zumindest. Eine leichte, ganz leichte Genugtuung hier. Q-Strahlen haben wir aber kaum noch. Sollten wir uns vielleicht irgendwo nochmal herstellen. Ich nehme jetzt nochmal die hier, die Rohrzange. Die würde ich auch fast ganz gerne verbessern. Hier. Die Rohrzange würde ich zerlegen wollen. Ja. Und die kann man, glaube ich, auch im Menü entfavorisieren. Nein, natürlich nicht. Wegstecken. Ach, die kann man gar nicht verbessern. Ich dachte, ich könnte die jetzt auch verbessern.
Datenspeicher, hier muss ich rein. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber im Außenbereich gelandet jetzt gerade. Dabei hätte ich mir ganz gerne noch ein paar Q-Strahlen hergestellt, aber ich bin zumindest mal jetzt gerade im Außenbereich. Mikrogravitation entdeckt. Sie haben Angst. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. Okay, okay, okay. Ich glaube, hier würde ich auch nicht mehr zurückkommen. Was? Ich kann ja nicht durch. Gut, dann probieren wir hier wieder zurückzukommen, oder? Ja. Wie machen wir es? Was ist zu tun? Kann ich hier runter rein? Hier rein? Okay, halten wir fest. Wir sind in irgendeinem Vorraum. Kommen nicht raus und nicht zurück. Ich kann auch keine Scheibe zerbaseln. Kann keinen Knopf hier drücken. Hier nicht rein, oder? Warte mal. Kann ich die vielleicht, die ich gerade so fröhlich rumgeworfen habe, vielleicht irgendwo einsetzen? Vielleicht kann ich die irgendwo einsetzen. Ich habe da keine Ahnung. Vielleicht kann ich die auch rausziehen. Ja. Deshalb gucke ich gerade, ob ich hier irgendwas rausziehen könnte. Hier oben, da, oder? Hier passt was rein. Ich nehme jetzt mal einfach so ein. Ich habe so langsam auch die Orientierung verloren. So. Da passt einer hin. Nee, das wollte ich gar nicht. Schade, da ich den jetzt hier nicht einsetzen kann. Werfen, fallen lassen. Nee. Muss ich mich jetzt so bewegen, dass er hier genau reinpasst? Oder... Ja, Leute, Freunde der Sonne, was machen wir hier? Was machen wir hier? Kann ich hier irgendwas rausziehen? Soll ich den hier nochmal einsetzen? Kann ich hier irgendwas machen? War hier gerade ein Symbol? Es muss ja...
ja irgendwas zu tun haben mit, nee, das kann ich haken. Ich komme bei dieser Lösung noch nicht wirklich weiter. Beziehungsweise ich habe mir, wartet mal, hier sieht irgendwas aus wie Kabel. Ah. Kann ich hier was machen? Ja, aber Knopf verwenden. Alles klar. Okay, das hat jetzt aber echt Morgen, gedauert. Morgen. Hier Chief Eleazar. Die Luftschleusen der Talos sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück. Alles klar. Da ist der Frachtraum. Versiegle den Ausraum. Das will ich einfach mal zuerst machen. Ich gebe jetzt mal Vollgas hier. Und Danielle müsste eigentlich auch noch irgendwo in dem Außenbereich rumspringen. Ich will erstmal, was haben wir hier eigentlich? Frachtraum. Da will ich noch nicht rein. Wo war denn der Außenbereich? Mehrere Ziele. Siegle den Außenraum. Hier will ich irgendwie rein. Ich glaube, da muss ich glatt hinten rumgehen. Ich kann das jetzt echt schlecht erkennen gerade. Komme ich hier rein vielleicht? Ich komme. Tatsächlich. Was haben wir hier noch? Techniker, die ich brauche euch auch. Jetzt ruft mich gerade noch schon wieder einer an. You, Sie sind außerhalb Ihres Gefängnisses. Vielleicht wollen Sie fliehen? Wie ich? Es ist nicht sicher dort draußen. Aber das wissen Sie ja. Sie haben Kopfschmerzen? Sehen Dinge? Das ist kein Fieber. Sind keine Halluzinationen. Etwas kommt. Schneidet sich durchs All. Wenn wir noch hier sind, wenn er kommt, er schreit so laut, dass wir ihn in unserem Kopf hören. Er ist noch weit weg, aber er kommt näher. Er wird ihr Gefängnis fressen, jeden an Bord. Und er wird immer noch Hunger haben. Wohin wird er dann gehen? Ich sehe Sie bald wieder in Ihrem Gefängnis, M.U. Oh, der macht mir Sorgen. Hier spricht Dr. Dayo Igwe. Ich sende an alle Kontakte in der Nähe. Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus. Und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. Okay. Neues Ziel. Rette Ingmar Container. Das sollten wir dringend machen, weil hier läuft jetzt die Zeit. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. So, wartet mal. Wie schnappe ich dich jetzt? Wie packe ich dich jetzt? Was mache ich hier? Ich speichere nochmal ab. Was kann ich hier machen? Wartet. Was habe ich hier gemacht jetzt? Das will ich auf jeden Fall noch machen. Irgendwas Container. Soll ich ihn jetzt öffnen? Ich muss noch mal einmal in der Mission jetzt gucken. Ziele. Docke Dr. Inweis Container an. Woran? Finde Dr. Ja, die Nummer steht ja drauf. Dr. Igwe scheint in einem Frachtcontainer außerhalb des Frachtraums gefangen zu sein. Wenn ich die Containernummer herausfinde, kann ich ihn mit dem Arctop-Terminal in Sicherheit bringen. Doch die Containernummer habe ich doch. 2312.
1, 2, wo ist Alex Tresor? Menschliche Leiche? Frachtraum. Ich probiere nochmal hier rum zu düsen. Warte mal. 2312. Hier ist ein Pin. Hier ist ein Pin. Fehler. Okay. Hier kann ich nichts machen. Ich kann ihn nicht bewegen. Ich kann... Ja, wo ist das Abdock-Terminal? Ich habe die Nummer habe ich herausgefunden. 2312. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Also, Ziele. Begibt sie. Nee. Findet Dr. Inman Containernummer heraus. Habe ich gemacht. Docke irgendwas Container an in den. Docke an. Wo soll ich den denn andocken? Soll ich den drücken? Kann ich dich drücken? Sorry Leute, ich weiß nicht, was hier... Kann ich... Passiert hier was, wenn ich hier gegenfahre? Oder nicht? Bewegt er sich? Er bewegt sich nicht. Ach, das missfällt mir. Das finde ich nicht gut. Gerade so mit Zeit mag ich es auch gar nicht. Wie kann ich wohl andocken? Ach, hier geht mir auch tierisch auf den Keks. So. Sauer. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Wird schwierig, hier reinzukommen. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Docker an einen Frachtcontainer an. Jetzt soll ich... Ich hab's bloß nicht verstanden. Mehrere Ziele. Wo kann ich an einen Frachtcontainer andocken? Das hier. Ah, ich muss immer noch mal gucken. Also. Ziele. Docker in eine. Ich blende euch jetzt mal aus. Wie kann ich euch ausblenden? Naja. Viele Nebenziele haben wir hier. So. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir den Doktor. Und wo kann ich jetzt hier andocken? Nee, da will ich nicht hin, ne? Hier ist der Doktor. Wo wird mir das andere Ziel angezeigt? Hier ist der Doktor. Da. Containersteuerung. Na endlich. Hier läuft doch was, oder? Ach, Mist, ey. Step 1. Hier steht Identify the Number. Enter the Code. Okay. Alles klar. Containersteuerung. Okay, ja. Wo kann ich dich eingeben? Ah, warte. Select docking ship container from the docking. Step 4. To access the content, select open shipping from the docking station terminal. Wo ist das docking station? Fucking terminal. Habe ich gemacht. Enter number in docking station computer terminal. Ja. Okay. Wo ist das docking terminal?
Hier? Ach, ich bin ja auch so ein Hase, ey. Fuck it. So. Endlich! Ich dachte, ich sterbe in dieser Kiste. Selbst die abgestandene Luft auf der Talos mit einer Spur von Nikotin und Desinfektionsmitteln duftet wie der Frühling. Danke, Dr. Yu. Wahnsinn. Aber ich dachte, wie ich sehe, sind Sie nicht mehr im Hamsterrad der Erinnerungen. Ich hoffe, Sie kommen vorbei. Wäre schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich übermittle den Code für die Kiste, in der ich war. Alles klar. Sie haben Dr. Ikwe gefunden. Er arbeitete im Simulationslabor und in der Psychotronik. Er könnte uns helfen, wird aber wohl Ihre Mission nicht gutheißen, trotz allem, was er erlitten hat. Ich muss jedoch anmerken, dass er Sie und Alex immer bewundert hat. Alles klar. Dann... Irgendwas ist hier noch. Ja, so ein blödes Ding hier, so ein Nest. Na gut, komm. Können wir jetzt eh nichts machen. Bevor ihr gleich kommt. So. Dann würde ich sagen, sehe ich mal zu, dass ich hier rauskomme. Ah, da, guck mal, da haben wir noch Loot. Ich höre was hinter mir. Genau das wollte ich. Das ist nämlich irgendwas passiert immer in dem Spiel. Das ist aber ein fantastischer Zeitpunkt, um hier eine Pause zu machen für die Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Also bis dahin.